Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann. Heute wieder mit dabei der Leo. Einer. Der Totti ist hier. Servus. Der Boxresch. Guten Tag. Und der Jan. Tag. Habe ich ihn vergessen? Nee, okay. So, ich bin jetzt mit Leo mal ein Stückchen rausgefahren. Ich habe gedacht, wir holen uns heute mal ein paar Bäumchen oder beziehungsweise fällen mal ein paar Bäume hier. Leo, welchen sollen wir denn anfangen? Was würdest du sagen? Also, keine Ahnung, den hier vorne. Einfach, willst du den hier direkt? Okay. Ja, probieren wir mal aus, was passiert. Gucken wir mal. Gott. Ach Gottchen. So, Kettensäge hier haben wir hier. Ich fahr mal in Deckung. Du fahrst mal weg, weil der Fett war teuer. So, Baum fällt, Achtung. Tür. Oh, Sven, er wird kein Holzfäller. Doch, ich bin Profi. Ja. Lass mich den noch fällen, weil dann kommen wir besser hin. Alter Schwede. Hast du denn schon Kettensägenschein? Natürlich. Ist Privatgelände, der brauche ich nicht. So. Post 1 war das. Oh ja, da leuchtet es. Da blinkt es. So, lass mal jetzt hier ein paar Äste wegmachen. So, wir wollten uns eigentlich einen Anhänger kaufen, damit wir das ein bisschen professioneller machen können. Leider ist unser finanzielles Budget dafür noch nicht ausgelegt. Deswegen müssen wir uns jetzt hier, müssen wir klein anfangen. Leo sagt... Oh! Sagst du mir, wie groß du ihn haben möchtest? Das klingt falsch. Sagst du mir, wo ich abschneiden muss? Ja, probier mal, den hier hochzuheben, aber irgendwie. Du musst das. Oh, ohne Witz. Okay, Moment. Du da. Bei den billigen Plätzen. So, ich schneide mal hier ab. Ja. Schneid. Dann bin ich raus. So, abgeschnitten. Guck mal, was passiert. Du musst den weiter rechts nehmen. Schnickschnack. Nee, nicht Schnickschnack. Schnickschnack, so können wir später spielen, noch Witz, ne? Okay. Ja, du musst nur langsam fahren, das passt schon. Machst du die weiteren Äste ab? Ich mach die weiteren... Ja, das Problem ist, hier ist, ja. Das hört sich sehr interessant an, was hier zwei da... Das glaubst du nicht. zwei Profis im Wald. Oh ja. Bin ich das erste Mal. Weiß ja, ne? Oh ja. So, lass mich hier mal... Alter Schwede! Ich komme nie wieder raus. So, jetzt aber. Oh nein. Oh. Haben wir irgendwo noch ein Gewicht für den Glas, für den Case? Ja. Boxerschweißt du? Lass mich mal kurz rein. Achso, oder doch nicht. Komm mal, wo bist du? So, sieht doch schon besser aus. Ah, hier. Da, Jan. Hier, komm. Kann ich eigentlich. Ich möchte jetzt mal was testen. So, oh, Moment. Wir haben doch kein Gewicht. Was? Boxfresh ist bei mir ist eine unsichtbare Wand. Ist voll komisch. Was? Ja, guck. Okay, geht nicht. Hallo, du fährst gerade gegen New Holland, ne? Was? Bei mir steht da nix. Der ist unsichtbar. Also eher ein unsichtbarer Trecker als eine unsichtbare Wand, hä? Lol. Okay, Leo, du bringst das wohin? Zum Sägewerk. Zum Sägewerk. Haben wir hier auch einen Bahnhof eigentlich? Nee, haben wir nicht, ne? Da ist auch ein Bahnhof direkt in der Nähe, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ist. Guck mal, es bringt uns jetzt eigentlich mehr, würde ich ganz ehrlich sagen, wenn wir erstmal direkt verkaufen und sagen wir mal, Produkte, die weiter oder die aus dem Holz entstehen, dass wir die erst später machen. Weil wenn wir ein bisschen mehr Equipment haben, dann läuft das auch besser, glaube ich. Ja. Aber guck mal. Meinst du, soll ich den zum ich finde, du solltest ihn jetzt zum Bahnhof bringen. Oder auf den Zug direkt, weil wenn wir dann mal jetzt so 50.000, 60.000 haben, dann ist schon mal viel einfacher für die anderen auch, weil dann können wir uns ein bisschen, was anderes gönnen oder was anderes leisten. Weil momentan knabbern wir schon am Hungertuch hier. Macht Spaß, Leo? Leo ist gemutet. Immer ein schlechtes Zeichen. Der schmeißt dich gerade weg. Ja. Das glaubt dir kein Mensch. Was? Hast du das kaputt gemacht? Bin ich zu dieser Schanke hingefahren? Ja. Die Schanke ist nicht aufgegangen. Ich fahre ein Stück weiter vor. Die Schanke geht auf und schmeißt meinen Baum komplett über das ganze Spielfeld. Jan? Das ist nicht so toll. Da ist ein Gewicht. Ohne Witz. Was? Wald 1, Leo 0. Ja. Nee. Kannst du automatisch Gewichte dranhängen mit der Taste. Oh, der Leo kommt. Ich muss aufräumen hier. So, liegt da schon passend was zum Grab? Ja, wenn du es findest. Ne, der hier nicht, ne?
bin noch ein bisschen am Säubern hier. Ich hab mich letztens an dem vorgestellt, jetzt wären an den hier vorne. Versuch mal irgendwas rauszuziehen, damit ich hier mal ein bisschen Überblick bekomme. Ja, ich kann es nicht anhängen. Andere Seite vielleicht? Ja, aber den Gewicht ist immer ein bisschen schwierig. Leo, darf ich ganz... Boah. Okay. Bitte. Totti, wie läuft? Nur eine Sache. Also so hab ich's zumindest mal versucht. Ohne Witz, ihr nehmt immer dieses Vorwärts-Rückwärts-Fahren raus, ne? Siehst du, was ich mache, zufällig? Ja, ja. Ich mach das immer so. Du meinst es besser? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so viel einfacher ist. Oh. Okay. Moment, lass mich ganz kurz. Jetzt leckt es nicht mehr. Es läuft, danke der Nachfrage. Sehr gut. Wir können auch gerne tauschen, wenn du möchtest, ne? Also nicht, dass du... Dann zeig mal, wo du das hinfahren würdest. Ich kenne mich da unten nicht aus, aber ich fahre mal hin jetzt. Passboxe, danke. Ich weiß nicht, ob da unten... Was ist da unten, hast du gesagt? Sägewerk und Bahnhof aber, ne? Bahnhof ist da auch. Auf jeden Fall steht da ein Zug. Das wird wahrscheinlich Bahnhof sein. Vermuten, ne? Im Flughafen wohl kaum. Ja. So, ich lasse mal das hier ein bisschen ab. Unwahrscheinlich. Soll es auch geben. Irgendwie ist das hier richtig gerade am explodieren. So, jetzt, Moment. Ich hätte aber auch, ganz kurz, Jan, ich hätte aber auch kein, du hörst ja immer dieses Symbol, also dieses Geräusch, wenn irgendwas verkauft wird, ne? Oder? Wie meinst du? Nee, mit Leo rede ich jetzt. Mhm. Aber das habe ich jetzt nicht gehört. Ja, das ist ja auch noch nicht verkauft worden. Ach so. Werner, ich habe doch gerade erzählt, dass diese gemeine Schanke hier den Baum dahin katapultiert hat. Hier, da, guck, da liegt er. Da ist auch, Leo, darf ich dir sagen, was dieses Verkehrsschild bedeutet, das du hier siehst? Nö, egal. Okay. Wo steht der Grubber? Wir hatten als letztes gegrubbert. Ich war das. Das steht am Hof. Bei dem Saatgut. Alter, das ist aber schon fies hier, ne? Deswegen habe ich ja das andere Schild genommen. Die andere einfach. Den anderen. Ja, okay. Ich fahr mal außen rum. Nur mal gucken. Ich möchte nur mal gucken, Mama, okay? Naja, oh! Ja. Irgendwie... Ich weiß nicht, ob es der Fendt ist. Ich weiß nicht, ob es das Holt ist. Aber irgendwie leckt das hier. Aber ist kein Problem, weil der Leo fährt ja dann gleich wieder. So, Leo, über die Hinterseite kommt man hier perfekt ran, möchte ich fast so behaupten. Ja, riesen Umweg. Ja, aber man kommt an. Ja. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, was eher von Vorteil ist für uns. Die Frage ist nur, wo du das hier ablegen kannst. Ich würde mal sagen, in dem... Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte gesagt, in dem markierten Bereich, aber das ist kein markierter Bereich. Versuch mal hier, Werner. Hier liegen ein paar Stämme. Ich sehe dich leider nicht auf der Map. Du hast wieder dein. Du hast wieder deinen Unsichtbar-Trank-Gedöns genommen. Ja, das hat 3000 gebracht. Okay. Gut. Fährst du zurück, Leo? Butter. Werner? Ja, hier ist Anna. Ich bin gerade beim Seedmaster und guck mal kurz, was der Flüssigdünger macht. 16% sein es noch. Ja, nee, das passt schon. Wo habt ihr den Tank fast? Sollte eigentlich genau da stehen. Also beim Seedmaster oder rechts beim Getreidetrockner muss auch ein. Sollte auch einstehen, kann einstehen. Nee, Fass mit Diesel steht noch unten. Das können wir hochfahren, dann können wir am Hof lagern. Okay, dann steht beim Güllebecken, hinterm Hof steht eins. Zum Beispiel. Das ist bei Feld 18 links hinten. Der Kotto Universal. Genau, ja. Für die nächste Aufnahme müssen wir auf jeden Fall den Server neu starten, das geht ja gar nicht. Ist auch bei dir, ne? Ja, ich sehe dich auch nicht mehr. Ja, okay. Nee, ist ja kein Problem. Finde ich jetzt nicht so schlimm. So, jetzt fahren wir hier weiter. Willst du den hier nehmen? Ich mache jetzt hier mal das. Aber du siehst, dass die Blätter weg sind, oder? Die Äste? Die Blätter verschwinden, ja. Okay, das muss sich ja komisch aussehen. Ja, Magie halt. Black Magic, okay. Hier ist noch einer. Moment. Kann ich hier noch was rumschnippeln, oder? Oh. Meine, willst du das absägen irgendwo? Ja. Moment. Ein bisschen weiter rechts, aber nicht viel. Ich guck mal, ich schneide jetzt einfach mal hier blind rein. Ja. Mal, was passiert. Ich will ja nicht sagen, aber der Unimog, selbst der quält sich schon mit den Schneidwerken hier. Was für Schneidwerke? Ja, ich bin ja gerade am Gras schneiden. Mähwerke heißt das bei uns. Ach so, ja, okay. Ja,
kannst du recht haben. Okay. Leon, ich habe versucht, das Schild abzusägen, aber es geht nicht. Alter, wie so ein... Wie heißen die früher? Kennst du die? Diese Lanzenreiter? Audi. So fährt Leo jetzt gerade rum. Alter. So, welches Helm muss gekuppert werden? Moment, ich sag das dir sofort. Ich glaube, die 24. 23. Das, 23, verzeihung. Okay, oder das, was wir geerntet haben. Musst du wissen. Kannst du machen. Es, wenn man es muss alles gemacht werden. Ja, es muss alles gemacht werden. Ich wollte es nicht so direkt sagen, weil sonst ist er nicht mal dabei. Es muss alles gemacht werden. Okay. So, Lee, ich bin hier weiter fleißig am Weitersägen. Ich hoffe, du kommst gleich wieder ran hier. Oh. Ja. Läuft oder bist du wieder. Das ruckelt aber echt. Also ziemlich. Ich habe eine Frage. Ja. Wenn man Grasballen macht, ne? Ja. Muss man die vorher zettern dann? Muss man das Gras zettern vorher? Nein. Okay. Sonst wären sie Heuballen. Ja, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so gut mit aus. Ich dachte mal, okay. Ich frage einen Profi, der ja. Oft schon. Bin da. Leo? Ja, bitte. Willst du uns irgendwas sagen? Nee, gar nichts mehr. Okay. Ist nicht ein orangenes Fass neulich da gestanden? Nee, das war ein großer Tank. Also, ja. Leo, sollen wir ganz dreist sein und hier die Bäume wegnehmen? Benner, du bist minimal unsichtbar. Achso, ja. fährst du mal rum? Einmal um den Zug, bitte? Oh, du bist schon hinten raus. Ich habe gerade die Schranke gesehen, ne? Vielleicht kannst du das irgendwie mit Geräusche machen, dass dann das... Nee, keine Werner-Geräusche hier. Weil wir lassen es die da oben jetzt fertig machen, das ist ja okay. Kein großer Akku. Nee. Ich wollte nur... Weil hier unten am Bahnhof, oder am... Ne? Sind auch mindestens 10, 15 Bäume. Gibt's irgendeine Alternative, beziehungsweise irgendein... Wir könnten uns fürs nächste Mal, wenn ihr damit einverstanden seid, den Skipper... Kennt ihr den Skipper? Dann ist wieder da. Meinst du den John Deere oder gibt's da noch einen anderen? Nee, nicht Skipper. Boah, wie heißt denn der? Das ist so eine kleine Zange, die hat zwei Reifen. Klingt blöd, ist aber so. Die hängst du hinten an, ist so ein ganz kleiner Anhänger. Da kannst du den Baum gerade runterziehen. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Wenn ihr den seht, werdet ihr alle sagen, okay, das hier, aber... Ich glaube, ich erkläre es gerade falsch. Ach ja, schnipp, schnapp. Noch ein bisschen anheben, bitte. Ja. Hey, wie soll ich denn damit durch dich vorkommen? Du, ich habe da vollstes Vertrauen zu dir. So. Sagt er so. Ich meinte es nicht ernst. Doch, meint er. Doch, Leo, du machst das. Deswegen hast du extra den guten Fan bekommen. Den 724er. Weißt du? So, Schild, nicht noch einmal. Geh weg, Schild. Böses Schild. Ich würde es einfach umfahren. Was? Ich soll die 23 grubbern, wenn da was gesät ist. Nee, das sind Rückstände. Also das kannst du weggrubbern, bitte. Ist wirklich so. Das ist alles grün bei mir. Ja. Nee, aber das ist wirklich irgendwie von dem grünen Häckselmod oder Gründingermod. Ich weiß nicht. Irgendein Rückstand, den kein Mensch braucht. Werner, soll das eigentlich heißen, dass ich einen nicht guten Fan hab? Doch, du hast den ruhigeren, der ist nicht so laut. Einen heileren. Okay. Du bist aber gerade nochmal so rausgekommen. Ja, war auch... Alter, war der gut. Ja, war schon... So. Vor allen Dingen so zackig. Ganz kurze Information, die Straße vom Schlachthof zum Sägewerk ist momentan blockiert. Aber der Leo arbeitet bereits daran. An der weiteren Blockade oder an der Auflösung? Weiß ich nicht. So wie aussieht das an der Blockade. Ich glaube, wir werden einfach die Straße jetzt einfach mal sperren, kacken dreist. Da muss ich mir doch aber das Video mal angucken. Ja. Besser ist das. So. Wenn wir sperren, dann sperren wir an ein paar Stellen gleich, oder? Leo? Ja. Dann mach doch mal. Dann bist du nächste Woche befreit, nächste Folge befreit davon. So. Alter, die fallen aber auch perfekt heute. Kann ich so nicht bestätigen. Ne? Ja, das... So. Machen wir noch einen hier. Wunderschön. Kann man eigentlich... Jetzt muss ich noch mal was versuchen? Nee, okay. Wir könnten uns hier so einen schönen Umschlagplatz machen, Leo. Jo. Könnten wir. Oder wir könnten es auch lassen. Okay.
Nee, machen wir, Werner. Wir machen alles. So, alles, Baum, was der Werner will, wird gemacht. So habe ich das gern. Jetzt, den Baum fälle ich jetzt hier noch und dann werden wir beim nächsten Mal weitermachen. Los. Achso. Ein bisschen geleckt. Bei euch läuft's mit dem Next? Gar nicht. Es geht. Ich habe keine Probleme. Ich habe den beiden davon getroffen gerade. Es ruckelt ab und zu, aber sonst geht's. Du hast allerdings eben mal gesagt, jetzt bist du wieder da, Werner. Das war genau zum gleichen Zeitpunkt, wo bei mir ein ziemlich heftiger Lag war. Okay. Nein. Ach, das ist ein Strauch. Ich kann Sträucher auch abschneiden hier. Geil. Weg ist er. Oder? Oh, Moment. Werner rasiert alles. Ah! Da war was Größeres. Was ist das denn jetzt hier? Der Strauch ist größer geworden. Der ist jetzt ein Mutantenstrauch. Ohne Witz. Ey, was ist bei euch los? Da ich ist weiß der nicht. Irgendwie so eine Hexerei-Ecke oder? Ohne Witz. Leo, du musst dir mal angucken hier. Das ist gewachsen. Das ist gewuchert hier. Ich könnte übrigens. Achso, wachsen auf schnell stehen? Könnte übrigens Saatgut brauchen, wenn da jemand. Saatgut kann ich dir gerne in der nächsten Folge bringen, Totti. Yeah. Achso, ja, hätte ich auch machen können, aber wenn du das, okay. Nee, nächste Folge machen wir das. Der Leo, weiß nicht, was der Leo da unten macht. Ich will auch nicht gucken gehen. Der Kontostand verändert sich nicht. Er ist immer noch am gleichen Fleck wie vor 5 Minuten. Aber nicht. Wir gucken jetzt mal. Ich glaube, Leo ist schon am Schwitzen. Ich sehe Leo von Weitem. Es sieht nicht gut aus. Leo? Mach die. Das ist die falsche Seite. Die falsche Seite? Das ist die richtige Seite, Werner. Jetzt kommst du zur richtigen Seite. Selbstverständlich, weil man da reinfahren muss. Okay. Wenn man keine Ahnung hat, Werner, weißt du, was man noch tut? Leuten zuschauen, die mehr Ahnung haben? So sieht's aus. Aber wo bin ich jetzt dann bei dir hier unten? Jetzt Geld verdient oder habe ich Geld verdient? 1000 Euro. Ein bisschen mehr ist es schon. 1500 vielleicht. Mhm. Gut, ist nicht so tragisch. Wir machen das nächste Mal hier weiter, hoffe ich zumindest. Wir werden vielleicht den einen oder anderen Mod mit reinnehmen. Ja, neue Folge Hof Bergmann morgen 12 Uhr. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.